Ich muss einfach weiterbauen. Einkaufs. Ich muss einfach hier dieses ganze Gebiet hier zupflastern. Voll mit diesen Meilen. Mein Stein. Kann ich das hier nämlich löschen? Da kann ich nämlich. Sau. Dann kann ich hier noch so ein. Geht das? Terra-Beschränkungen. Ich hasse dich, Terra-Beschränkungen. Aber wenn ich hier noch was zum Einkaufen habe, dann kommt die Spielhalle, dann habe ich das Gefühl. Da macht Spaß. Denn die Dinosaurier-Sichtbarkeit, die beträgt jetzt nämlich 85% und das ist viel höher als vorhin. Alles andere ist in positivem Rahmen auf 41%. Bloß die Transportbewertung macht mir noch ein bisschen Sorgen. Die schwankt. Nein! Och Mann, nicht schon wieder. Wollt ihr mich verarschen? Das ist gerade mal 10 Minuten her. Das ist doch nicht wahr. Gebäude ist beschädigt worden. Meine Raptoren. Die Raptoren vergessen. Alter. Was machst du weiter mit diesen kleinen Raptoren? Ich verkaufe sie. Der andere. Da hinten. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Nach 6 Stunden. Ich hab's geschafft. Oh, fuck my balls. Mann. Ich hab's geschafft. Hauptmenü. Hauptmenü. Ne, weiter. Ich mache jetzt mal ein Save. Save. Speichern. Herausforderung, speichern. 5 Sterne. Ja. Ja. Das Zeichen geht nicht. Na gut. Okay, ich habe 5 Sterne. Na. Das heißt, ich kann zurück zum Hauptmenü. Und jetzt wisst ihr, wie scheiße eigentlich ein Challenge-Modus ist, wenn man weiß, dass eine Raptoren und der Sturm einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Aber es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Es hat mir wirklich riesengroßen Spaß gemacht. Und das wird noch Kacke werden. Ohne Kack.
Deinonychus hat uns einen beliebigen Schwierigkeitsgrad spielen lassen, damit wir das Dschungelmuster von Deinonychus auch sozusagen freigespielt bekommen. Aber das war jetzt ein Krampf, ey. Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr, ob ihr das schon geschafft habt, aber Deinonychus ist mein Indominus. Das wird die Herausforderung werden. Ohne Kack. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, aber ich glaube, ich brauche Hilfe. Wenn dann nämlich schon steht bei Jurassic 12 Stunden. Wer spielt denn schon 12 Stunden am Stück? Also ich habe jetzt 4 Stunden gebraucht, von früh bis jetzt abends. Alles an einem Tag. Oh, ich will nicht wissen, wie das ist. Ohne Scheiß, kann ich mir nicht den Indominus Rex irgendwie freischummeln? Naja, da kann ich mir jetzt wenigstens mal angucken, wie zumindest der neue Raptoren-Skin aussieht. Wir sehen uns gleich wieder, glaube ich. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir den Raptoren freilassen. Also bis gleich! Der ist ja mal hübsch. Oh, hier, nur einen scheiß Winkel habe ich. Zeig dich. Wow, der sieht geil aus. Alter Frontier, ihr habt euch übertroffen. Ohne Kack. Das habt ihr mir bei meiner Challenge gegeben. Ein Deinonychus mit braun, orangenem, rotem Dschungelmuster. Das ist kein Dschungelmuster, das ist ein Feuer. Zwar wäre das gelb statt das braun besser gewesen durch Feuer, aber oh, schaut ihn euch an. Ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingsskin. Der ordnet sich gleich mit zu der Rangfolge von Deinonychus unter. Nicht nur der Regenwald-Skin, sondern allgemein die Skins, aber auch der hier. Du bist ein würdiges Mitglied. Greifen! Jo. Also, wenn ich den jetzt so sehe, dann sehe ich auf jeden Fall, die Arbeit hat sich gelohnt. Ich habe den Challenge-Modus im einfachen Modus geschafft. Nach 6 Stunden. Nach fast 6 Stunden. Es lohnt sich. Schaut euch an. Dafür haben sich 6 Stunden mit 2 Stunden in Verzug gelohnt. Es ist egal, ob man den Rekord macht oder nicht. Das Wichtigste ist, dass man sich bis zum Ende Zeit nimmt. Denn dann hat man nämlich den Dschungel-Deinonychus. Und ein bisschen krauset mich ein bisschen vor dem Jurassic Schwierigkeitsgrad von Challenge Modus. Aber was macht man nicht alles für einen Indominus Rex, der auch noch Küstenskin hat, wo man so doch schon so gespannt ist, wie der aussieht. Ob ich den jemals freischalten werde, das alles und noch viel mehr werde ich euch zeigen. Wenn ihr auf einmal einen Küsten-Indominus Rex auf meinem YouTube-Kanal seht. Aber bis dahin hoffen wir mal auf neue DLCs. Denn ich habe eine Art Vermutung. Es ist eine Vermutung, keine offizielle Bestätigung, dass wir zu Weihnachten noch was kriegen könnten. Aber das hier, das haben wir jetzt gekriegt.
Dann werde ich euch einfach mal sagen, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder News gibt über Jurassic World Evolution. Dieses Mini-Let's Play, was ich eigentlich als Mini-Let's Play in Anführungsstrichen gekennzeichnet habe, ist doch ein bisschen größer geworden, als ich dachte. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Machen wir das irgendwann mal wieder, aber nicht mehr heute. Vielleicht machen die irgendwann mal noch andere Challenge-Modes. Es wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Oh ja, ja, stirb man! Oh, die sind so blind, ey. Warum greift eigentlich niemanden an? Warum greift da niemanden an? Ja, jetzt! Der ist gerade vor. Seine Kinder sind gerade vor deinem. Vor deinem Schädel gelaufen und sind gestorben. Und jetzt zahlt sie ein. Was sein von denen getötet. Auch wenn es eigentlich total unentschieden ist, aber egal. Abonniert meinen Kanal, lässt dein Abo da. Ich habe mein Spiel wieder zum Laufen gekriegt, beziehungsweise mein Bandicam-Player. Aufnahmeprogramm. Jetzt kann man das auch wieder in glatter, ausführlicher Bildwechselfrequenz sehen. Auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal auf neue News freuen, wenn diese dann in Start sein soll. Ich werde auf jeden Fall darüber berichten. Vielleicht kriegen wir ja noch mehr, sagen wir mal, News innerhalb der nächsten Monate. Sobald sich wieder offiziell was bestätigt, werde ich auf jeden Fall was berichten. Nicht so wie alle anderen YouTuber. Also bis zum nächsten Mal und bis bald.